willkommen jetzt nach der Titelmusik, nach der Intro-Titelmusik. Willkommen bei der Platz von Gerusha, wo ich immer sage, welcome to my world, where it's naturally my world, for all the celeste, the colons, and the perfume, or the extrait. Hier spricht man als Cello City. Smell the perfume, und zwar smell Roger's Moustache. Ist a clone, not really a clone. Smells very similar to Leighton from Parfums de Mali Royal Essence. And is very much cheaper than that one that comes from Parfums de Mali. I say now in German language the main accords, die Hauptakkorde. Und zwar die Hauptakkorde sind Vanille, ambriert, holzig, dann warm würzig, dann rosa, dann soft spicy, dann zitrisch, dann balsamisch, dann patchouli und dann süß. Und die Inhaltsstoffe sind im Kopf rosa Pfeffer und Mandarinenorange, in der Mittelnote Atlas, Teda und bulgarische Rose und den Basisnoten Benzoinharz, Vanille und Patchouli. Es riecht sehr gut. So schaut der Flakon aus. Das ist der 125 ml Flakon. Und ich sprühe mich jetzt mit dem ein. Ja, der typische Parfums de Mali Leighton Royal Essence Duft kommt dem sehr nahe. Es riecht nicht nur Parfums de Mali Leighton hatte ich übrigens auch früher mal, habe es aber verkauft, weil ich das Geld brauchte für eine E-Gitarre. Ja, das nächste, was wir haben, ist vom Novelista Velvet Dusk. Dieses hier kommt in diesem Paket, kann man so aufziehen. Dann kommt ein buchartiges Kastel zum Vorschein, das man so öffnen kann, wo eine Einlage drin liegt. Und das Parfum ist eingebettet in Kunststoff, in Schaumstoff. Und man riecht nicht, ich sprühe. Ja, es riecht nach hölzern. Ich werde euch die Main-Akkorde auf Deutsch wieder vorlesen. Die Hauptduftakkorde sind holzig, ozonisch, tabak, zitrisch, aquatisch, aromatisch, grün, frischwürzig, erdig, süß. Und die Kopfnoten bestehen aus Veilchenblatt, Mandarinenorange und Bergamotte, die Herznoten aus Vetiver, Tabak und Muskat und die Basisnoten aus Zedernholz, Moschus und Ambra. Ja. Das war Novelista Velvet Dusk. Und da ich meinen Zimmerkollegen jetzt schonen will, werde ich euch die nächsten zwei Parfums ein anderes Mal vorstellen. Ich zeige sie euch nur noch kurz. Von Laura Biagiotti Roma Uomo, also für Männer gemacht, von einer Frau ein Parfum. Riecht sehr gut. Sie riecht sehr elegant und sehr, ich finde, wie ein französischer Duft. Es ist aber, glaube ich, ein italienischer Duft, wie Laura Biagiotti aussagt. Und Sotova von Grasasi. Sotova. Der riecht Kokosnuss ähnlich. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Where ever say welcome to my world, where it's necessary my world of all the details and the colors and all the perfume and all the extra. Here speaks Manuel Chelos City, the Sandman. Abonnate my channel if you do not have abonnated my channel, abonnate it please. And when you have abonnated, thank you for continuing and for listening. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn bitte. Und wer schon abonniert hat, danke für die Treue. Also tschüss, Papa. Hat mir eine Freude gemacht.